Heinrich Albert Oppermann, Schriftsteller, Politiker, 1819 bis 1842, Prinzenstraße 14. Heinrich Albert Oppermann. Heinrich Albert Oppermann, geboren am 22. Juli 1812 in Göttingen, gestorben am 16. Februar 1870 in Nienburg-Weser, war ein hannoversch-deutscher Rechtsanwalt, Politiker und Schriftsteller. Leben. Oppermann wurde 1812 in Göttingen geboren. Hier studierte er Rechtswissenschaften. Nach seiner Promotion 1842 ließ er sich als Rechtsanwalt in Hoya nieder. 1844 heiratete er in Dresden Elise Blöde. 1846 wurde er zum Notar ernannt, 1852 zum Obergerichtsanwalt und Vizepräsident der Anwaltskammer in Nienburg. Von 1849 bis 1857 und von 1862 bis 1866 war er Deputierter in der zweiten Kammer der Hannoverschen Ständeversammlung. Von 1867 bis 1870 Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses. Von 1863 an gab er das Nienburger Wochenblatt heraus. Er war Mitglied der Nienburger Freimaurerloge Georg zum Silbernen Einhorn. Heinrich Albert Oppermann wurde auf dem Friedhof Werdener Straße in Nienburg bestattet. 1994 wurde sein Grabdenkmal mit Bildnismedaillon von Ferdinand Harzer restauriert und gegenüber dem Theater auf dem Hornwerk aufgestellt. Werke. In seinem Hauptwerk, dem 9 Bände umfassenden Roman 100 Jahre, schildert er politische und gesellschaftliche Entwicklungen zwischen 1770 und 1870, ausgehend von den Lebensläufen einiger Bewohner einer Kleinstadt im hannoverschen Raum. Insofern ist es auch ein Roman über die letzten 100 Jahre des Staates Hannover. Mit dem Ort, den er in dem Roman Heustedt nennt, meint er das an der Weser gelegene Hoya. Viele der Romanfiguren stellen tatsächliche Zeitgenossen des Autors dar. Die autobiografischen und dokumentarischen Züge des Werkes zeigen sich unter anderem in Oppermanns Darstellungen der vormärzlichen Ereignisse, in der er auch seine eigene Rolle bei der Verbreitung des Protestbriefs der Göttinger Sieben hervorhebt.